Wir fahren übers weite Meer, mitten irgendwo in Kingdom Hearts, mitten irgendwo auf dem Land, hier in Castle Oblivion. Oh yeah, keine Muckelpunkte hier, warum nicht? Also, willkommen zurück hier in Chain of Memories, Kingdom Hearts. Letzte Part haben wir uns ein bisschen hier umgeschaut und hier sind Riemen, einfach so. Die sind aber ziemlich klein, wenn ihr mich fragt, oder? Die müsste ein bisschen länger sein. Ja, ein bisschen. So, weiter geht's mit der Story hier in Peter Bahn. Peter Bahn, weich gesprochen, genau, weiches B. Eine 5 brauche ich. Habe ich irgendetwas mit 5 doppelt? Lass mal sehen. Nein. Okay, ich habe weiße Räume, aber die sind wertvoll. Ja, da behalte ich mal. Und ansonsten... Bam, bam. Alter, ich habe fast keine 5, merke ich gerade. Das ist hart. 3 rote. Ich weiß richtig sehr. Und hier ein paar. Aber die weißen Räume, okay. Von dem habe ich gerade am meisten, also weg mit dem. Leider, tut mir leid, weißer Raum. Und Schluss des Anbeginns. Nase weiß ist hier. Haben wir schon gesehen. Und die verfolgen wir jetzt hier. Irre ich mich oder sehen alle Räume jetzt gleich aus? Das ist ein Schiff. Das ist Symmetrie, nennt man sowas, glaube ich. Vielleicht gehen wir einfach im Kreis. Sie war uns keine große Hilfe. Ich glaube, du hast sie vor den Kopf geschossen, Donald. Na, also was machst du da? Du solltest die Piraten doch nicht mitbringen. Mitbringen? Zurück, Piraten, sonst das hier euer letzter Kampf. Sei doch nicht so unhöflich, wir sind keine Piraten. Wir sind nur hier, weil... Warum sind wir hier, Schwara? Woher soll ich das wissen, Donald? Goofy, was meinst du? Weiß nicht. Okay, ich verstehe. So, Donald und Goofy, richtig? Piraten werden sich nicht auf ihren eigenen Schiff verlaufen und ihr seid witzig gekleidet. Geht das schon wieder los? Warte mal, du dachtest, als wir wären Piraten? Dann muss dies ein Piratenschiff sein. Richtig, es ist auf Captain Hooks berüchtigten Schiff. Berühmt und berüchtigt. Wenn wir gefangen sind, dann bist du es auch. Ich? Red kein Unsinn. Niemand nimmt Peter Pan gefangen. Ich halte bloß den Ball flach, bis meine Sekunde kommt. Wieso? Was hast du vor? Die Piraten haben meine Freundin Wendy entführt. Sie muss irgendwo auf diesem Schiff sein. Ich hatte jedoch nicht erwartet, hier so viele Wachleute anzutreffen. Ich habe Naseweiß losgeschickt, damit sie sich umzieht. Aber sie hat nur euch gefunden. Nur ist gut. Ich glaube, ich weiß, was Naseweiß vorhatte. Wenn wir alle genug Krach machen, können wir die Piraten ablenken. Krach machen? Spitze, du kannst wohl Gedanken lesen, Sora. Was sagst du? Lass uns zusammenhalten, zumindest bis wir an Deck sind. Klar, warum nicht? Ich könnte Wendy natürlich auch allein retten, wenn ich wollte. Aber ihr seht so aus, als wäre er ohne mich verloren. Sind die immer so drauf? Aber ich kann keine Manieren. Der doch nicht. Ich weiß nicht, ich mag den Peter Pan nicht. Der ist, wie nennt man sowas? Voreingenommen? Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Oh, Muckelpunkte. Letztes Part habe ich ja einige Muckelpunkte abgegeben, fast alle Königsanhänger Schlüsselschwert verkauft bei ihm. Hallo Cooper, wie geht's so? Da ich die sowieso nicht mehr brauche und der Angriffskraft von den Karten eher ziemlich mäßig ist, ist es gar nicht mehr so schlecht. Eine 9, auch viel zu teuer, wenn er mich fragt. Viel zu teuer! So, der zweite Raum, der war da unten irgendwo, ne? Hier. Jo. Das heißt, hier nach links. Und dann die nächste Türe rechts. Ist hier was in den Kisten drin? Muckelpunkte, das hat sich schon ausgezahlt. Es sind ja die großen Muckelpunkte und die geben 10 Punkte pro Kugel. Was richtig geil ist. Und noch mehr! Hey, jetzt wird's aber ziemlich lustig hier schon. So viele Muckelpunkte. Eine 6 brauche ich hier. Eine 6. Muss mal sehen. Moin, von den Grünen, von denen hier müsste... Oh!
Da hatte ich ja so viel Sex, da habe ich die alle schon verbraucht. Ich und meinen Großverbrauch, ne? Tja, so kann's gehen. Letztes Mal hatten wir schon so viele herzlos. Jetzt ist mal Zeit, ein paar Türen zu öffnen. Da ist sie ja, Wendy! Da ist sie ja! Wendy! Peter? Peter Pan? Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen dreien Assistenten, okay, wenn du meinst, gekommen, um dich zu retten. Assistenten. Auf geht's, gehen wir von Bord und erkunden Nimmerland. Wir werden niemals wachsen. Niemals! Niemals! Du Peter, ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London. London, nicht London, Entschuldigung. Was redest du denn da? Wenn du in Nimmerland bleibst, bleibst du ewig ein Kind und jeder Tag ist ein Abenteuer. Hust. Wenn du zurück nach London gehst, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Das stimmt nicht ganz, man ist irgendwie immer ein Kind, aber das lassen wir jetzt mal nebenbei stehen. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, Peter, aber ich möchte trotzdem nach Hause. So was nennt man Heimweh, glaube ich. Ich hab dich gerettet und dir ist es egal, ob du mich je wieder sehen wirst! Nein, du verstehst nicht. Wie du meinst? Ach ja, und retten kannst du dich meinetwegen selber. Ich verschwinde nämlich. Hey, jetzt warte doch mal. Wirklich, ja. Peter. Das war aber sehr ungestimmt. Was machen wir jetzt? Ich sage, der Peter, der gefällt mir nicht. Sein Charakter ist irgendwie... ja, merkwürdig. Hey, ich habe eine Idee. Warum überlegen wir uns nicht, was wir machen, wenn wir entdeckt sind? Was ist das für eine Idee? Aber irgendwie hast du recht. Draußen erwartet uns noch eine Menge Ärger. Wendy, du bleibst hier. Wir werden versuchen, sie ein wenig abzulenken. Okay, ich verstehe. Vielleicht wird Peter seine Meinung ändern und zurückkommen, wenn du hier bleibst. Tja, unser Freund Peter Pan, Fragezeichen. Ist wieder erstmal schon wieder weg und er ist bei Freunden auch weg. Ich glaube, wenn man ihn unter Freunde hat, dann kann er coole Sachen machen. Und in den Kisten war doch was drin. Er kann nämlich Messerstecher reinmachen. Ziemlich schwacher Angriff, aber ein sehr schneller Angriff. Ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Und warum ist in diesen Kisten nichts drin? Wer hat die ausgeräumt? Oh, eine Karte. Ne, Königsanhänger 4. Etwas für den Mogri. Weil für mich selber? Nein. Danke. Brauche ich nicht. Nicht unbedingt. Boinks. So, wo geht's nochmal weiter? Lass mal sehen. Okay, ganz vorne. Ganz hinten im Schiffes. Da muss irgendwo schon das Oberdeck sein, irgendwo. Mal sehen, was uns dort erwartet. Hi Mogel, wie geht's so? Noch immer ein Karten verkaufen? Schön fleißig? Ach ja, der kleine Mogre. So, damit der Part hier nicht ganz so von Herzlosen umgeprägt ist, werden ein paar hier kommen. Na, kommt schon. Kommt. Na, der war viel weiter unten, als wir angezeigt wurde. Okay, wenn du meinst, wir haben nichts dagegen. Ach ja, die Herzen, die haben es richtig drauf. Und nicht vergessen, Graviga! Das habe ich am letzten Mal richtig erhalten. Oh yeah! Meine Lieblingsmagie! Mit Kombination mit Blitzka! Alle Herzosen tot! Mit einer richtig geilen Kombination. Oh yeah, so muss das sein. So muss das sein. So, Mogri-Punkte ohne Ende? Brauche ich eh. Ich glaube, für den nächsten Mogri sollte ich so um die 1000 Mogri-Punkte haben. Was jetzt kein Witz ist. 1000 ist zwar eine Menge, aber man kann dann halt richtig geile Sachen kaufen. Darf nicht vergessen. Und hier mal als Abwechslung Gravidra. Wenn ihr das auch mal sehen, ist etwas kleiner wie Graviga. Und hat den Effekt, dass es die Hälfte der maximalen HP der Gegner abzieht. Nur die Hälfte. Nur ist gut. Die Hälfte kann viel sein. Es kommt halt auf die Gegner an, wie viel HP sie haben. Auf Bossgegner geht es allerdings nicht. Was ich schade finde. Und du, mein Freund, bekommst hier mal ein bisschen Eis! Die muss ja ziemlich heiß sein, wenn ich extra die Eiske auspacke.
Noch ein Mokri-Raum. Ach ja. Ach ja, so viele Herzlose! Kommt alle her! Ihr habt heute wieder mal einen guten Tag. Ich mag die Musik hier. So, Gravika! Und dann wieder Blitzka! Solange die Kombination funktioniert, warum sollte man sie ändern, ne? Hoppa! Bessel Liblitz sind und sowas. Schönes Blitzka. Und dafür gibt es immer schön 300 Erfahrungspunkte. Das sind mehr oder weniger geschenkte Erfahrungspunkte. Meine Meinung. Aber so ist es nun mal. Moment, oben ist eine 1, dann ist sie auf. Moment, ich glaube, der Raum hier rechts ist eine Sackgasse. Lass mal sehen. Ne, 1, dann nehme ich eine Kiste. Eine bewachte Kiste. Muss auch mal sein. Eine bewachte Kiste. Was hier? Ja, das war hier wirklich eine Sackgasse. Ich habe doch ein bisschen gutes Gedächtnis noch. Eine bewachte Kiste. Und hier kommt wirklich ein Fass, das mich angreift. Yay, sowas gibt's auch wieder mal. Wuhu. Aber das Fass war kein Fass. In diesem Fall waren es diese Luftballon-Herzlosen. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ich nenne sie seitdem immer Luftballon-Herzlose. Sind ja auch irgendwie Luftballons, ne? Irgendwie, ja. Damn, Gravigas! Was, Gravigas? Ich kann's. Oh, die Schlüsselbelohnung-Karte, genau, die gibt's ja auch noch. Die habe ich komplett vergessen. Moment, in dieser Welt, lass mal sehen, ist es die hier? Die hier? Na okay, das müsste die links hinten da sein. Bevor ich jetzt in den nächsten Kampf gehe, sollte ich die einlösen, denn beim nächsten Kampf kann nochmal so eine Karte kommen. Aber nur, wenn ich keine weiteren Schlüsselbelohnung-Karte vorher noch habe. Also man kann sie nur einmalig haben insgesamt. Was ein bisschen nervig ist. So, dafür mache ich extra hier nur einen Schatzkistenraum. Nur ist gut. Ich glaube, das war auch eine Sackgasse. Ja, hier gibt es viele Sackgassen im Schiffchen. Ah, doch nicht. Das ist nicht wirklich eine Sackgasse, sondern das müsste jetzt die... Ja. Schlüsselbelohnungskarte sein. Und habe ich es in dieser Welt dann auch schon. Gefällt mir. Gefällt mir. Nebenbei, für die jetzt fragen, kann man auch eine Schlüsselbelohnungskarte haben, wenn man alle Welten abgeklappert hat? Ja, kann man. Man bekommt dann zwar keine neuen Techniken mehr, aber man bekommt trotzdem noch immer gute Karten, relative. So, ich nehme hier mal eine Schnaufpause, um die 15 blau zu zahlen, weil Mokri will ich nicht loswerden, die Schätze will ich nicht loswerden, sind meistens geil. So, Schlüsselbelohnung in Peter Pans Welt. Dafür gibt es wieder eine Kiste. Als erstes checken, ob es Mokri-Punkte gibt. Sieht nicht. Okay, ein paar. Ein paar. Ist auch was. Und dafür gibt es. Ups! Blitzklinge! Wuhu! Die bekommt man erst in einer Kiste. Ich dachte, man bekommt die in so eine Kiste. Feuerklinge, Eisklinge und jetzt die Blitzklinge. Schleudere das Schlüsselschwert nach vorne und richte Blitzschaden an. Blitz, beliebige Angriffskarte, beliebige Angriffskarte. Blitzklinge hat einen Nachteil zu Feuer- und Eisklinge. Sobald es einen Gegner trifft, ist die Blitzklinge vorbei. Also die Blitzklinge geht nicht vor und zurück, wie die Feuer- und die Eisklinge, sondern sie trifft einen Gegner und dann ist sie weg. Ja, sie ist zwar stark, aber ich hätte wirklich lieber gehabt, dass die Blitzklinge auch durchgeht, wie die Feuer- und die Eisklinge. Gut zu wissen, dass man die Blitzklinge hier bekommt, bei Peter Pan. Ich dachte wirklich, die bekommt man in einer normalen Schatzkiste. Naja, so kann man sich täuschen, ne? So kann man sich täuschen. Moment, ich habe den bewachten Schatz noch nicht. Ein paar Mokri-Punkte. Das sind jetzt nur die kleinen Punkte. Und noch ein paar Mokri-Punkte. So viele Mokri-Punkte! Soll das etwa ein Zeichen sein, dass ich mehr brauche davon? Oh, wo kommst du her, mein lieber Herzloser? Habe ich dich vorhin schon nicht besiegt? Ich glaube, der hat keinen Bock auf besiegt sein. Adja! Aja! Und tschüss! Ups! So, und jetzt alle schön. Geht am Boden flach liegen, meine Freunde! Gravidas! Graviga! Noch besser!
einen schönen Eisgar mal zur Abwechslung. Woohoo! Beim Bar-Türen weiß ich noch, was man bekommt. Also bei Schlüsselbelohnungstüren. Aber nicht mehr alle. Alle zu merken wäre auch ein bisschen crazy. Ein bisschen. Interessant, dass er angreift, aber mir keinen Schaden verursacht, dieser Herzlose. Ja, hin und wieder sind sie witzig drauf. Ah ja! So, kommt mal alle her, an einen Punkt bitte, wäre nett. Weil dann kann ich euch alle mit Kramiga schön Schaden machen. Und dann schön Blitzka! Woohoo! Blitzka trifft irgendwie wirklich alles. Und Level Up! Bekommt dafür Raum der Begegnung 9 und mehr Kartenpunkte! Ich weiß gar nicht mehr, was das Maximum an Kartenpunkte ist. Auf jeden Fall sehr viel. So, jetzt will ich die Kiste behaben hier. Ach Mann. Muss er mich angreifen? Jetzt hätte ich ein paar Mokepunkte erhalten. Weil die Mokepunkte sind nämlich weg, wenn ihr einen Kampf betritt. Das finde ich jetzt ein bisschen. Ja, nicht so gut. Aber was soll man machen, wenn der Gegner mich angreift ohne Vorwarnung, ne? Sollte man aber schon gewohnt sein. Alter, wir kommen noch. Bist du der Letzte, mein Freund? Wenn ja, dann bekommst du einen schönen Eisball in die Fresse. Und bekommt dafür einen weißen Raum 0. Ja, die Muckelpunkte sind leider weg. Und bekommt dafür ein Potion-Karte. Das war es auf jeden Fall nicht wert. Auf jeden Fall nicht, habt ihr gehört? So, da unten war der Muckelraum. Der ist gleich hier nebenan. Da kann ich meinen Potion und mein Vita, den ich vorhin bekommen habe, verkaufen. Hi, Cooper, wie geht's so? Ich glaube, der Cooper ist immer gut drauf, oder? Okay, die 1 Vita kann man weglassen, weil 1 als Vita, nee. Potion mag ich auch nicht wirklich, kann damit nichts anfangen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, Potion ist geil. Ich finde es viel zu teuer. Viel zu teuer für das, was es tut. Nämlich Nachstocken. Nachstocken kann ich auch so. Da brauche ich kein Potion dazu. Es ist zwar schnelles Nachstocken, aber wenn man das richtig anstellt, verbraucht man diese Items eigentlich nie. Von daher. Tür auf! Und Kiste rein! Hab gerade keine Lust auf Herzlose. Hat er schon so viele? So viele Herzlose! Bam! Schieß doch mal. Kanone, nichts drin. Und hier haben wir ein zweites Aero. Zwei Aero geben Aero-Ra. Oh, was für ein Wort. Und drei Aero geben Aero-Ga. Der Effekt ist einfach nur, dass der Wind um Sora herum größer und größer wird. Mehr aber auch nicht. So, und hier brauche ich eine Summe von 30. Und nicht vergessen, die Schlüssel zur Wahrheit. So, 30. Lass mal sehen. Die allmächtige Dunkelheit mag ich eh nicht, also weg damit. Ne, 0 kann man hier nicht einsetzen, also das geht nicht. Weil 0 und 16 ergibt 0. So, dann hier nun 6. Dann. Lass mal sehen. Was habe ich viel von? Problem ist, ich habe so viele Karten nur einmal. Ohne 6er. Und hier 4er. Die gnadenlose Dunkelheit. Den Raum habe ich ja auch noch nicht gemacht, stimmt. Ich kann euch sagen, was das macht. Die gnadenlose Dunkelheit, wenn ihr den Raum aufmacht, verfolgen euch die Herzlosen. Die verfolgen euch, bis ihr alle besiegt habt. Ziemlich krass, die Karte. So, was ist hier drin los? Schlüssel zur Wahrheit. Wir sind jetzt an Deck. Das hätten wir geschafft. Da seid ihr für Früchtchen. Früchtchen? Was geht's Bananen oder was? Was fällt euch ein, euch heimlich auf Captain Hooks Schiff zu schleichen? Ihr seid bestimmt Freunde von Peter Pan, habe ich recht, habe ich recht? Sind wir deine Freunde? Das sah er vorhin aber gar nicht so. Stimmt, so schnell, wie er verschwunden ist? Also gab Wende im Stich gelassen. Ich bin noch nicht fertig! Wie könnt ihr es wagen, mich zu ignorieren und euch hinter meinen Rücken zu verschwören? Ungezogene Gürren! Ihr steckt doch mit Peter Pan unter einer Decke! Wenn du das sagst, wie dem auch sei, du lässt uns jetzt von Bord gehen. Und Wendy kommt mit uns. Meint ihr das, ihr Taugenichts? Hook ist euch einen Schritt voraus. Schon wieder an der Blanke. Wendy! Wenn ihr gemacht landet, Wendy bei den Haien! Fanfrage, sind die Haie auch Herzlose? Das würdest du nicht wagen! Glaub mir, anders wären es mir lieber.
Ich brauche mir denn noch als Köder für diesen Peter Pan? Da muss ich den Köder ja bloß noch schnappen, du alter Kabeljau. Was? Peter! Hier bin ich, Hook. Hast du mich vermisst? Unverschämter Bengel! Heute wirst du mir böse, dass du mir meine Hand genommen hast. Eigentlich war es ein Krokodil. Naja. Oh oh. Du hast mich so letzten Mal zum Lachen gehalten, Pan! Ich spieße dich auf! Wenn er ihn aufspießen will, warum müssten wir kämpfen? Muss ich das verstehen? Auf jeden Fall, Captain Hook, seine Angriffe sind mal gar nicht so ohne. Er hat ein paar Nullen dabei, ein paar sehr hohen Karten. Ist nicht zu unterschätzen und ich kann hier mal Gravigar probieren, aber es wird, glaube ich, keinen Schaden machen. Damn! Nope. Parade. Parade heißt, er hat Schutz davor. Und jetzt macht einen Ausfall. Aber du kannst mich mal. Ich habe hier noch ein bisschen Eis, mein lieber Cap. So. Bisschen Eis muss auch sein, ne? Ah, hat er mich gestochen. Mit einer sehr hohen Karte. Ah. Und jetzt Blitzka! Wuhu! Was? Der hat Schutz vor Magien generell? Das ist nicht gut. Bei Kingdom Hearts konnte man ihn sehr gut mit Magien hauen. Also, das war gar nicht mal so ohne. Aber hier in Chain of Memories haben sie wahrscheinlich gedacht, nope, machen wir das anders, machen wir eine vollkommene Immunität zu jeder Magie. Und Achtung, Überraschung! Der Überraschung am besten ausweichen, denn ist gar nicht mal so ohne. Und man bekommt auch hin und wieder mal Peter Pan als Karte, der einfach mal so durchfliegen kann. Achtung, upsa! Autsch! Die Geschenke von Captain Nook tun ziemlich weh. Also den solltet ihr entweder ausweichen oder sie stechen. Moment. So. Du kannst mich mal. Vigra! Kann ich wirklich jede Magie vergessen? Ich probiere mal einen Schwertwurf. Nein, der geht. Okay. Das ist gut, dass der Schwertwurf geht. Ich kann euch mal die Blitzklinge zeigen. So. Blitzklinge! Britzel! Ach, okay, hat eine Blitzschutz. Kein Generalschutz, sondern nur Blitzschutz. Ja, okay. Blitz ist wirklich so eine Sache, die Blitzklinge. Einmal und es ist weg. So, einmal bitte Bonifikator. Und er hat die Zufallswertkarte eingesetzt. Will heißen, jede Karte, die er einsetzt, hat einen Zufallswert. Wer hätte das gedacht? Na, treff solltest du auch. Ja, Peter Pan fliegt rum und sticht zu. Jetzt nicht so das Gute, aber naja. Besser als Autsch, gar nichts. Dein Geschenk kann man eigentlich sehr leicht ausweichen. Und meine Güte, hast du viele davon, mein Freund. Nachstocken bitte. Rupsa! Ja, alles Nullen. Ah ja, sowas gibt's auch. Dass jede Karte eine Null ist. Das ist ein Herzloser. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht erhalten. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Herzloser das gibt. Ist auf jeden Fall sehr böse. Damit kann man nur nullen. Ich könnte sagen, das ist dann voll das Counter-Deck. Weil damit kann man ja alles stechen. Aber es wird alles gestochen. Das ist halt der Nebensache. Wenn er angreift, steche ich dich, mein Freund. Hm. Ich glaube, der wartet nur darauf, dass ich was mache. Ja. Der wartet nur darauf. Ist ziemlich böse eigentlich. Au. Das erste Mal, dass ich glaube ich schreie beim Zora. Ja, weil er alles Nullen hat. Das ist ziemlich böse. Wie viele Karten hat denn der eigentlich? Eine Menge. Here.
ziemlich nervig, weil er alles Nullen hat im Deck. Eieieiei. Dagegen hilft so eins, angreifen, angreifen, angreifen und hoffen, dass er nichts sticht. Oder halt Counter-Counter. Das ist ein bisschen nervig, aber was will man machen? Und haben wir dafür Captain Hook selber bekommen. Danke, Peter, wir verdanken dir viel. Nun, zuerst wollte ich euch über eurem Schicksal allein überlassen. Aber ich konnte nicht bloß tatlos zusehen, als alles unter Kontrolle gerät. Allerdings habe ich euch wohl unterschätzt, ihr habt euch wacker geschlagen. Du, Wendy, wegen London. Bist du sicher, dass du es dir nicht anders überlegst? Peter, tut mir leid. Ich möchte wirklich nach Hause. Das habe ich befürchtet. Jeder will erwachsen und Erwachsene vergessen alles. Erst vergisst du, wie es ist, ein Kind zu sein. Und dann wirst du mich vergessen. Also ich selber würde sagen, ich bin heute noch immer ein bisschen kindlich. Und bin mehr als erwachsen. Wie kannst du sowas sagen, Peter? Ich werde dich niemals vergessen. Natürlich, das denkst du in diesem Moment. Aber wenn du an mich denken willst, verblassen die Bilder. Du wirst vergessen, ganz langsam, eine Erinnerung nach der anderen. Und wenn du erstmal erwachsen bist, bleibt keine Erinnerung mehr übrig. Das würde ich nicht sagen. Wenn man richtig gute Freunde ist, dann kann man auch als Erwachsener sich daran erinnern. Das ist kein Problem. Der Peter Pan hat, ich glaube, hier ein paar... wie nennt man so etwas? Vorwürfe? Nee, ach, ich hab's vergessen. Sag das nicht. Erinnerungen, sogar wichtige, kommen nicht zu uns und zurück, wenn wir es uns wünschen. Das heißt aber nicht, dass die Erinnerungen verloren sind. Es ist eher so, als ob sie schlafen. Kommt dann der richtige Auslöser, erwachen die Erinnerungen. Da hat Zora recht. Es braucht nur das Richtige sein und schon erinnert man sich daran. Und wir erinnern uns wieder. Die Erinnerungen tief in unserem Herzen verlassen uns nie. Dessen bin ich mir sicher. Er hat recht, Peter. Nie, was? Schon komisch. Erwachsene können mich eigentlich gar nicht sehen. Bei euch habe ich aber das Gefühl, dass es anders kommen wird. Okay, Sarah, wenn du sagst, wir sehen uns wieder, dann glaube ich dir. Peter! Lass uns gehen, Wendy. London wartet! Auf nach Londinium! Auf Wiedersehen, Sora. Ich bin gespannt, wie du als Erwachsener aussehen wirst. Da freue ich mich auch schon. Wird sicher lustig. Was ist los, Naseweiß? Wir bekommen eine Karte von ihr. Das muss ein Geschenk von Peter Pan sein. Vielleicht ist er doch nicht so ein rücksichtsloser Typ. Au! Noch ein Geschenk von Peter? Ein Mokri, der auf Bündel Donut landet? Ich finde es gar nicht witzig! Ich habe es schon. Einfach mal so ein Mokri-Viewpoint! Naseweiß erhalten. Naseweiß macht genau das gleiche wie in Kingdom Hearts 1. Für die, die jetzt nicht wissen, was, schauen wir jetzt mal kurz nach. Und wir haben hier Captain Hook erhalten. Ein LP bleibt auch nach hartem Treffer übrig, wenn LP größer 1. Auch genannt Trotzkopf. Ist eigentlich eine relativ gute Karte. Wenn man allerdings die verbraucht, dann hält man sich mal ein bisschen und dann ist die Karte weg. Ist ziemlich cool eigentlich. Und hier haben wir Naseweiß. Naseweiß regeneriert LP über bestimmten Zeitraum. Das ist richtig. Einzige, was hier weg ist, in Kingdom Hearts 1 konnte sie ja wiederbeleben. Hier haben sie das rausgetan. Finde ich schade. Na Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Schaltet wieder beim nächsten ein, denn es geht auf zur nächsten Welt. Und wenn es chronologisch bleibt, dann mag ich die nächste Welt eher nicht so, weil die leicht unnötig ist. Bis dann und ciao.